Ja, jetzt hat er wieder die Verbindung, hat wieder ein Potenzial. Ich glaube, der kann die Route nicht richtig erkennen. Also er weiß schon, dass wir den Scheiß da hochbringen, aber effektiv kommt dabei anscheinend nicht so viel rum. So, wie schaut's hier aus? Immer noch Bretterprobleme. Stahl haben wir ein Potenzial. Aber der hat die Produktion jetzt erhöht auf 280. Und haben Höchstpotenzial von 220. So, hat die Produktion direkt schon auf 300 hochgezogen. Das wird jetzt kesseln hier. Gucken wir mal, was sagt er uns hier oben? Kohle und Stahl, Kohle und Erz ausgeglichen. Ja, ohne mehr Bretter können wir es vergessen. Ich glaube, das ist der Satz, den ich bis jetzt am häufigsten gesagt habe. Leute, ohne mehr Bretter geht's einfach nicht. Da, Linienbenutzung, nein. Aus irgendwelchen verfickten Gründen geht er nämlich nicht an die Linie ran. Entschuldigung. Von jetzt auf gleich cancelt er die einfach. Und jetzt hat er sie wieder reingenommen. Das muss einer verstehen, ey. So, Potenzial von 207, das ist auf jeden Fall mehr eigentlich drin. So, und jetzt lass die Linie nicht wieder hier wegkitten. Du hast mehr als genug Fahrzeuge, die das da hochbringen. So, da ist der Baumstammtransport. Vollladen einer Fracht. Ladet doch einfach mal wirklich die Holzstämme voll.
wieder. Benutzt die Linie nicht. Und da kommen ständig die scheiß Bretterviecher an. Haben wir da echt schon 17 Fahrzeuge drauf fahren? So, warte maximal eine Minute. Aber wenn ihr bei Dover Nord seid, dann macht Vollladen einer Fracht. Und die mit den Baumstämmen hier, die sollen auch Vollladen einer Fracht. Maximalzeit eine Minute. Nicht länger. Ah, der hier hat auch keinen Bock mehr zu transportieren. Und da ist das Beste. Die Bretterlinie fährt auf dieselbe Abladelinie wie die Linie für die Baumstämme. Warum habe ich dann überhaupt einen großen? Deshalb dieses scheiß Beladen und Entladen, das kannst du einfach so vergessen. Selbst mit diesem minimal, also maximal eine Minute warten oder sowas, das ist alles Blödsinn. Kannst du alles in der Pfeife rauchen. Die benutzt ja nicht mal die Ladestation hier. Guck mal, der fährt jetzt mal außen lang, der andere ist vorhin innen lang gefahren. Beziehungsweise, ja, die haben ja trotzdem nur so eine kleine Zufahrt. Bringt ja alles nix. Und der benutzt schon wieder die Linie nicht. Ganz merkwürdig einfach. Was wir machen können, ist, wir werden natürlich die Linie einmal neu aufsetzen. Aber das kostet natürlich Zeit. So, hoffen wir mal das Beste. Linienbenutzung? Nein. Linienbenutzung? Ja. Wo ist die Baumstumpflieferung? Hier.
So, nimmt Dover Nord weg. Und liefert das alles hier unten rein. Und wieder nein. Das kann nicht wahr sein. Also entweder erkennt der nicht, erkennt er die Route nach da oben nicht, was natürlich sein könnte, weil ich ja diesen Wechsel habe zwischen Maschinen- und Bretterschiffe. Und deshalb verliert er immer den Kontakt der Route, weil er dann immer nachdenken muss, okay, das ist ja eine automatische Route, es sind ja eigentlich Bretter, die da transportiert werden, und dann kann er den Weg sehen und vorher sieht er nicht. Wenn beide Schiffe zum Beispiel dann Maschinen gerade geladen haben, könnte das ja sein, dass der genauso denkt. Aber zurzeit ist es ja sogar so, dass zwei Schiffe Bretter geladen haben. Vor allem ist das wieder eine sehr merkwürdige Theorie von mir. Aber ich würde sie einfach ausprobieren. Indem ich noch ein weiteres Bretterschiff losschicke. Damit die KI weiß, diese Route ist für Bretter gedacht. Und jetzt plötzlich jagt er mir ohne Ende Bretter hier rein. Natürlich habe ich auch weniger Fahrzeuge auf der Route, aber das sieht schon anders aus als vorhin. Ha, trotzdem. Wieder die Verbindung verloren. Geil. Oh, darf ich den Entwickler einfach nur verabscheuen oder hassen? Also tut mir leid, ey. Es ist wenn die schon eine Kampagne einbauen, dann sollten auch wenigstens die Missionen auch richtig funktionieren. Es kann nicht sein, dass ich immer wieder die Verbindung hier verliere. Vor allem ist ein Produktionslimit. Aber sich vergrößern oder so, sieht er auch nicht ein. Hat er keinen Bock drauf. Und wann wirst du die Linie wieder benutzen? Hä? Boah, ich hasse es. Abgrundtief, ey. Hier vorne stehen die Penner und warten darauf. So, jetzt sind wieder keine Warnungen, weil plötzlich fällt ihm auf, ach, wir haben ja doch hier irgendwas, was die Sachen abtransportieren will. Weil nur wegen dem Fehler komme ich hier keinen Schritt vorwärts, ey. Unsere anderen Produktionen laufen gut durch. Also, wir kriegen nur das Problem durch diese Scheißtransporte von den Brettern. Dass dabei nichts passiert. Und der Hund pupst einfach bei mir auf dem Balkon, sei es schon, auf dem Schoß. Ich hoffe, dass ich durch das Laden, also beziehungsweise durch das Vollladen hier vorne, ihn da
festhalten kann, zu sagen, ja, pass auf, du hast doch hier eine Route. Potenzial von 116 nur noch. Ja, komm, hau alles raus. Dam, 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 da, dam. So, Potenzial von 208. Das sollte ja eigentlich steigen können. Wir hatten ja schon mal so eine hohe Produktion hier bei den Baumstämmen. Vor allem fahren ja auch genug. So, Linie 2, das mit der Kohle, das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Da. Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Wieder die Linienbenutzung ausgeschaltet. Will das Spiel eigentlich einen verarschen? Vor allem immer wieder ab einer gewissen Produktionshöhe. Ich denke, es hat damit zu tun, dass ich die Fabrik erweitern müsste. Aber es passiert nichts. Er geht einfach kaputt an der Stelle. Wie ich es einfach hasse. Ich fühle mich schon, als wäre ich SimCity spiele. Ohne Kack einfach nur ärgern, aufregen und die ganze Zeit angepisst sein von irgendwelchen Fehlern. Vom Verkehr sowieso. Messias rein, die trauen sich nicht mal mehr, hier rüber zu fahren. Problem ist, wenn ich die Straße zerstöre, habe ich da auch nichts draus gewonnen. Weil die kommen ja trotzdem die Strecke da lang. Bedeutet, ich muss den Perl eine Brücke oben drüber bauen. Damit ich meinen Baumstammverkehr nicht blockieren. Soll ich einfach einmal speichern und neu laden? Speichere Mission, lade Mission. Und ja, die Musik ist laut. Ach, einfach schrecklich. Die Ressourcen sind bereit. Damit lassen sich die eigens für dieses Unterfangen entworfenen Tunnelbaumaschinen konstruieren. Das sind regelrechte Fabriken, die ganz selbstständig graben und Schutt abtransportieren und die Tunnelwände befestigen. Es lebe die moderne Technik. Wir sollten keine Zeit verlieren und dafür sorgen, dass die Trupps von beiden Seiten des Kanals gleich schnell zur Mitte vorstoßen. Nur so vermeiden wir überflüssige Kosten. Und das ist absolut notwendig. Ja, siehst ja, wie gut das läuft. Die Geldgeber drohen bereits mit dem Absprung. Vor allem, warum immer die abspringen wollen. Ich mache sogar Plus mit dem Projekt.
Und wenn diese scheiß Anlage nicht gleich wieder sich abcuttet von der Linienbenutzung, bleibt's auch einfach cool. Da! Wieder! Das ist wie eine natürliche Blockfunktion. Ab einer gewissen Größe, bupp, einfach weg. Einfach super. Toll. Einfach Bombe. Ist das der Schutz, dass ich keine Produktion höher als 150 kriege? Wenn es sein muss, begradige ich auch eure Umgebung. Ohne Witz, ich bezahle sogar euren Ausbau. Und schon wieder Connection verloren. Man kann es dennoch schaffen, aber ich kann es nicht im Zeitrahmen schaffen. Das Schlimmste ist einfach, dass der ganze Stadtverkehr eigentlich das nächste Problem wäre. Ich krieg meine Güter nicht durchgejagt, weil alle Straßen einfach blockiert sind. Wir haben gerade mal 158 von 79, von 1000. Auf der französischen, auf der englischen 79. Aber ich glaube, ich break an der Stelle. So wird die zweite Phase gehen und ich sehe schon wieder, ich kann es nicht weiterführen. Ich kann es nicht weiterführen, weil es einfach buggt bei mir. Und ich weiß nicht, was ich dem Spiel getan habe. Ich habe es rausgefunden, was nicht funktioniert und ich kann nichts dagegen tun. Ich habe die scheiß Linie neu gemacht, ich habe die Baustelle verändert. Nicht Baustelle, sondern die Haltestelle. Ich habe versucht, einen dauerhaften Kontakt herzustellen. Ich habe gedacht, vielleicht will ich ein Transportschiff direkt auf Baumaterial umstellen, beziehungsweise auf Bretter. Dann wird er vielleicht im Kopf behalten, hier werden ja Bretter transportiert. Stattdessen gibt es einfach eine Null-Chance, dass hier die Linienbenutzung drin bleibt. Und das ärgert mich einfach so unglaublich, weil es einfach relevant für die Mission ist. Weißt du, wenn irgendein Scheiß hier wäre, wie eine Stelle, wie eine Straße oder so, die man nicht abreißen kann, oder, da kannst du dann drüber hinwegsehen, dann baust du da drumherum. Aber, Alter, das ist eine relevante Position. Da kann ja nicht sein, dass es immer wieder passiert, dass hier die Verbindung abgebrochen wird. Obwohl es jetzt länger mal läuft. Haben wohl die Entwickler gehört, dass ich mich ärgere. Aber plötzlich geht er auch über 160. Ah, da ist er wieder, da ist die Verbindung wieder weg. Ich will ja kaum daran liegen, dass ich hier oben zu wenig Bretter transportiere.
Klar, die Straße blockiert und... Und schon ist das Lager hier leer. Also daran kann es nicht liegen. Achso, der ist schon die größere Größe. Was wir versuchen könnten, dass wir mit dem Zug die Bretter bringen. Und dann schauen, ob der dann auch die Verbindung verliert. Ist natürlich kostspielig, aber besser, als wenn ich jetzt hier rumpimmel. Entschuldigung, aber... Oh, es ärgert mich so unglaublich. Und Mann, werde ich mich freuen, wenn die Besserwisser-Kommentare dann unten sind. Gibt es einen Güter-Hochgeschwindigkeitszug? Ich glaube, auf der Strecke wird es eh nicht funktionieren, dass das Hochgeschwindigkeit wird. Ah doch, 140 kriegen wir wenigstens noch hin. Ja, mit 100 km/h kann ich leben. So, muss ja auch kein D-Zug sein. So, was haben wir? Die BR-218 hat nicht so viel Zugkraft wie die Reihe 1042. Aber ist ein bisschen günstiger. Ja, du transportierst mal 100 Bretter von hier. Vollladen einer Fracht. Maximale Wartezeit ist aber nur eine Minute. Und dann gibt man Stoff. Die LKWs von Linie 7 lasse ich nochmal eben... die Restwaren abliefern. Vielleicht klappt es ja jetzt besser.